Ja, schon mal gut. Und dann gehen wir hier in die Laderampe, wo wir dann mal ganz locker erstmal unsere tägliche Gratiskiste abholen. Ding, was haben wir da? Jawolski. Eine Klammer. Klammer auf, Klammer zu. Wunderbar. So. Kaufen will ich erstmal gar nichts. Dann gucke ich hier, ob ich da auch was gratis kriege. Oh, ich kriege auch eine Premium-Kiste gratis. Zack, boing, auf. Und was kriegen wir hier? Oh, Street-Motor. Okay. Wunderbar, selten. Oh, ist schon selten, dass man sowas kriegt, ne? So, und dann gehen wir hier mal wieder raus. Und dann schauen wir mal, was haben wir denn? Spoiler Power Pack. Pack. Für 32,99 kann ich mir einen Spoiler kaufen. Kriegst du in der Realität nicht. Rein virtuell gesehen. Wagen Showroom. Wir schauen uns mal an heute, was wir so an. Und wo wir noch ein bisschen dran arbeiten müssen. Moin, hier ist wieder euer Alter. Ich begrüße euch recht herzlich auf meinem Channel. Die, die den Weg zum ersten Mal gefunden haben, möchte ich doch bitten, ein Abo dazulassen, wenn es Ihnen gefällt. Alle anderen natürlich Likes. Kommentare, alles immer gern gesehen und deshalb lange Rede, kurzer Sinn, ein neues Video von mir, lasst uns beginnen. Das ist mal eine Folge, in der wir nicht durch die Gegend sammeln, schätze ich mal, oder vielleicht doch. Oh, guck mal, das ist ein schickes Auto, ne? Was ist denn das überhaupt? Ein AE86 Trueno, okay. Schauen wir uns mal an, ja, gefällt mir echt gut. Den haben wir schon mal. Und was haben wir hier? Er fuhr fort und kam nie wieder. Ja, Ford Fiesta ST. Schauen wir uns auch mal an hier. Sehr schönes Auto. Wunderbar. Der Traum in Rot. So, und da haben wir den derzeit in der Challenge fahrenden Toyota GT86. Schon ein bisschen designt. Nicht viel, aber schicke Farbe. Die Form ist auch nicht so schlecht. Ah, und da ist natürlich mein derzeitiger... Nein, ist er nicht, ist er gar nicht. Ist der, doch, ist der BRZ. Ja, aber irgendwie... Ist er nicht so, wie ich ihn haben wollte. Ach, das ist... aha. So, und dann haben wir noch, was haben wir noch? Hier haben wir noch den GTI, die neue Variante. Auch nicht so schlecht. Und dann haben wir noch meinen derzeitigen BMW. Coupé. BMW Coupé. Coupé 1999, ein sehr schönes Auto. Und das ist mein Favorit hier. Ist auch nicht, aber ist egal. Irgendwie sehen die anders aus. Habe ich da irgendwas verändert? Weiß ich davon nichts? Keine Ahnung. So, ja, das waren erstmal die Wagen, die ich habe. Und dann haben wir was Neues im Modshop. Da gucken wir uns das jetzt mal an. Was wir hier so haben, hier für den Ford Fiesta, da müssen wir die Ford-Serie sowieso noch mitschauen. Da, guck, da ist mein Auto. Der Showroom bezieht sich wohl nicht auf die aktuellen Fahrzeuge. Der sieht doch scharf aus, oder? Leute. Das ist doch, hat doch Style. So, wir können ein bisschen rummodden, da machen wir den BMW mal ein bisschen klar. Dem können wir mal eine neue Farbe geben von diesem Grün. Folien haben wir dafür. Guck mal, was haben wir denn für Folien neu? Ah, hier. Das passt natürlich gar nicht. Passt auch nicht. Passt schon gar nicht. Das ist nur auf dem grünen Auto. Ist das natürlich sehr... Oh, guck mal, das könnte gehen. Das ist nichts. Das ist sehr quietschig. Oh, das geht aber. Na? Anbringen, oder? Leute? Ist das nicht schön? Doch, ist das doch wunderbar, oder? Ist ein Traum. Ja,
Also diese Goldfarbe würde schon gehen. Ne, da haben wir keine Farbfarben zu. Auch nicht. Ja, soll ich die Folie installieren oder nicht? Ja, machen wir mal. Komm her. In Gold. In Gülden. Schön. Anbringen. So. Und die Scheiben aber auch noch mal ein bisschen tönen. Aber erstmal dunkel machen. Ne? Ein bisschen reingucken wollen wir noch. Ah, dann sieht der da auch schon wieder Karosse. Haben wir noch was für die Karosse? Können wir noch was? Aber Kit Setter, Body Kit haben wir gar nichts. Aber wir haben vielleicht für die für die Scheibenwischer, haben wir nichts. Motorhaube haben wir auch nichts. Motor und Dachutzen haben wir auch nichts. Ja, wunderbar. Sehr erfolgreich. So, wie gesagt, wir haben einen kleinen Schönheitstag. Und ich müsste den. Mal gucken, was kann man denn hier mit unserem Ford keine Karosserie? Karosserie? Hat der Kids? Hat keine Kids. Hat aber Scheinwerfer. Scheinwerfer da auch. Gut. Angebracht. Stufe 5. Nicht da. Ich kann sie wahrscheinlich nur die Farbe verändern. Das ist immer zum Heulen. Ne? Neu. Karosserieteile. Oh, was hat er denn neu? Motorhaube. Vielleicht? Eins im Besitz, ne, kann ich nicht. Leute, warum nicht? Ha, keiner weiß genau. So, wie gesagt, wir haben hier Farbe, die wir anbringen können, Folien, Scheibenfarbe, Ohren, nein, machen wir ran. Ja, genau. Darf uns keiner drin sehen in so einer Gurke. Das wäre ja zu peinlich, ne? Wenn wir damit Rennen fahren würden. Ach, da ist übrigens jetzt mein Toyota wieder in der richtigen Farbe. So sieht er aus, wenn ich den habe. Getunt habe. So, hier, das ist so was Schönes, ne? Ich mag dieses Auto, so wie er jetzt aussieht. Schön giftig, grün ist giftig. So, das war ein grober Überblick über die Fahrzeuge. Wir haben einen Toyota i86, einen Ford Fiesta, einen BRZ, einen GT86, einen Golf GTI, sowie einen M3 Coupé 1999 und einen 370Z Nissan. So. Soll ja keiner behaupten, wir hätten keine Autos, ne? So, was haben wir hier? Wir gehen jetzt mal in die Garage. Und die Garage sagt uns, schraubt rum, Kinners. Ah, ich kann aufleveln. So, dann werden wir das, weil wir ja die Toyota Challenge noch im Hintergrund haben, immer laufen, machen wir jetzt hier auf jeden Fall schon mal wieder den Toyota Fit. Mit der Klammer, das war die Klammer, liebe Klammer zu. Klammer auf, Klammer zu, Motor ist fit. Und wir haben noch etwas mit den Reifen zu tun. Was können wir denn hier mit den Reifen noch machen? Wir haben hier, dann haben wir Max 1041, Beschleunigung 1292 und 795. Mal gucken, was passiert, wenn wir das jetzt hier machen. Ah, wir kommen etwas in der Beschleunigung nach oben. Wir haben 152er Street Raider von Velocita. Velocita. Ach ne, das war was anderes, okay. Ein kleiner Schätz am Rande hier. Und dann können wir unser Subaru Fit machen. Da können wir gleich den Street Motor einbauen. Dann wird der gleich etwas fitter. Verschrotten, altes anhören, altes Teil behalten und installieren. Wo auch immer. Ah, das installiert denn dann da. Jetzt habe ich es auch verstanden. So, den können wir jetzt mal ein bisschen Ausbaustufe.
Was ist? Haben wir kein Geld mehr, oder? Manchmal verstehe ich das nicht. Schwarzmarkt. Gehen wir mal auf den Schwarzmarkt. Subaru BRZ. Eins kaufen für 12.000. Im Besitz nur. Okay, kaufe ich mal. Jo. Was ist das denn hier? Blaupause. Einmal kaufen für. Ja, die kaufe ich auch. Eine Blaupause kaufe ich auch. Wunderbar. Ich muss die Karre mal ein bisschen aufmotzen. Allerdings muss ich mich ja wieder mal über mich selbst beschweren, weil ich wollte an sich den Toyota fit machen und nicht diese Schleuder hier. Aber egal. Egal, Leute, ist doch egal. Wir haben ja noch so viel vor hier mit dieser Serie, das ist ja unwahrscheinlich. So. Und dann haben wir den auch noch. Oh, ich habe Benachrichtigungen. Hallo, Facebook. Können einen auch nicht in Ruhe lassen von der Facebook, ne? So. Dann haben wir den auch schon wieder ein bisschen fixer, den Toyota. Dann können wir in der nächsten Folge dann unsere Challenge weiterfahren. Oh, da haben wir noch. Oh, wir haben ja noch immer was zu tun. Ein Ford. Er fuhr fort und kam nie wieder. Kann ich auch aufrüsten, installieren, altes Teil behalten, jetzt gehen wir langsam. Langsam geht uns das Geld aus, würde ich sagen, aber macht ja nichts. So, jetzt nimmt das schon mal alles ab und es ist alles schöner von den Werten. Alles schöner, was denn das Depot? Ach so, okay. Das sind die Sachen, die ich ausgebaut habe, die ich noch für andere Autos gebrauchen kann. Und somit habe ich meinen Fuhrpark wieder ein bisschen aufgerüstet. So langsam füllen sich hier unten die unter den Straßenzeichen in den Items, in den die Icons. Wir haben einen Subaru auf 3 Sterne, wir haben einen 2 Sterne Toyota und einen 2 Sterne BMW, also das läuft schon. So, das war die Ausbaustufen-Folge mal so zwischendurch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und schaut in meine anderen Videos rein, wenn ihr Bock habt. Und lasst ein Abo da oder ein Like oder einen Kommentar oder alles zusammen. Auf jeden Fall, bis später. Oh ja, top.